Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin im New Game Plus. Ich hätte gerade schon wieder fast was Falsches gesagt. Buah. Reden ist schon wieder schlimm. Ja, wir sind hier am Anfang der Lichtsteinbucht Zeldora und kümmern uns jetzt erstmal um die ganzen hier. Ich sehe da schon, da laufen schon ein bisschen. Ja, größere Schweine als eigentlich. Jetzt hänge ich da an der Säule. Aber da haben wir den ersten. Okay. So, dann wirklich ein Segen. Der zweite hängt doch hier schon hinterm Zelt, oder? Doch nicht. Im Zelt auch nicht. Ich dachte, der wäre auch schon hier rüber gekommen. Ach, da hängt auch einer drin. Na komm, jetzt hole ich mal eben so raus. Ja, ich dachte, er will nicht kommen. Nichts gibt's. Ich stirb's hier. Wo ist das? Okay, da ist ein kleines Schweinchen. Aber war auch noch ein zweites großes, oder? Ach, ich liebe Dark Souls. Durch die Mauer angreifen. Ach ja. Zwei kleine Schweinchen. War hier nicht noch... Dein ist noch ein großes. Oh. Wo kommst du denn her, du Penner? Mensch, Mensch, Mensch. Da hab ich aber auch erschrocken. Leute, beruhigt euch mal ein bisschen, bitte. Ja, schade. Ja, ganz ausnutzen kann man es doch nicht immer. Und tschüss. Kann ich das sehen? Ja. Den nervt ein bisschen. Ja, ich gehe natürlich genau dahin, wo er gerade losschießt. Ein kleiner glatter, oder ein glatter seidiger Stein, kein kleiner. So. Feigner Helm. Auch hat er noch mal angeschossen gerade. Ja, er da oben bestimmt. So, was da drin ist, wie eine Mimik, wie scheint. Ja, komm, bevor ich den da oben hole, hole ich mir erstmal ihn hier. Er ist ja auf jeden Fall einer der einfachen. Holen uns ein paar Seelen des namenlosen Soldaten. Ich habe noch irgendwas gehört. Okay. Hier wäre Benhard. Ah, jetzt ist die Frage, Benhard. Ich weiß es nicht, ob wir Benhard schon irgendwo mal hätten mitnehmen müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ihr könnt es ja gerne mal schreiben, denn ich vermute, wir kommen diese Folge eh nicht mehr zu Freya. Und dann kann ich das nächste Folge machen. Nächste Folge habe ich zumindest geplant, dass ich heute Abend aufnehme, also nachdem diese Folge hier raus ist. So, ich bin mal gespannt, was hier jetzt kommt. Kommen wir auch nicht wieder hoch, ne? Nee. Ich habe es geahnt. Ich weiß gar nicht, ob der vorher schon da war, aber man hat ja dieses Geräusch zwischenzeitlich gehört. Eine Weihwasserurne. Jo. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich hier diesmal nicht sterbe bei der Mimik. Gott.
Finstergamaschen und Weisheitsstab. Okay. Ja. Wollte mich eigentlich hier hochrollen. Das sollte es hier, glaube ich, schon gewesen sein. Zumindest fast. Weil wenn wir Benhard jetzt noch nirgendwo mit hatten und die nur noch mal mitnehmen müssen. Also von zweien weiß ich, von Freya und dem bei dem Riesen. Ich wüsste jetzt nur nicht, wo es das dritte Mal war. Dann, ja, würde ich ihn mitnehmen beim Boss. Und würde wenigstens seine Quest machen. Dann lassen wir Luca erstmal, also Luca Thiel erstmal außen vor, machen die beim nächsten Run. Aber Benhard nehmen wir mal mit. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das hier ist. Ich habe gerade überlegt, was für ein Gebäude das ist und vor allem, dass da ein Item liegt. Ich hatte im ersten Moment im Kopf, es wäre einfach nur Deko, aber das ist das Gebäude, wo die Versammlung auch drin ist. So. Ja, er kennt sich mal selber dabei, ihn killt damit, das ist immer gut. Ach, schöne Seele. Und. Okay. Wenn du es so magst. Nein! Genau, so war der Plan. Na gut, den einen hat es jetzt nicht mehr erwischt unten. Der kommt wahrscheinlich gerade schon wieder. Nee. Kommt doch noch nicht wieder hoch. Okay. Da steht er noch. Ja. Leute, warte. Ich muss mich gerade mal an der Nase kratzen. Okay. Bauernhut haben wir, eine Fackel haben wir. Oh. Nehmen wir. Nehmen wir. Geschenkt nehmen wir es immer. Hallo, Kleine. Ich weiß gar nicht, ob man die hier jetzt schon rein theoretisch killen könnte. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die haut zu schnell wieder ab. Vielleicht schon verraten. Ah, für die, die es noch nicht kennen, ne? Aber ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht den Schaden, den wir hier jetzt machen, nachher nicht mehr machen müssen. Ja, aber hier. Ja. Ach, scheiße. Ja gut, jetzt haut's ab. Bin ich mal gespannt, ob die nachher, also später dann ein bisschen weniger. Ach nee, ich glaube, das zählt nur, also würde wenn überhaupt nur zählen, wenn wir uns nicht nochmal ins Leuchtfeuer setzen. Aber das würde ich wahrscheinlich machen. Na. Ja, ich dachte es mir. Wollte es trotzdem mal probieren. Arsch. So. Ja, ich werde mir also ans Leuchtfeuer setzen, werde ich mich definitiv. Hier nehme ich mir mal Sand hier Speer wieder. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Ach ja, ich und meinen Sand hier Speer, ne? Wie ich den mal gefunden habe immer. Ja, hallo meine Freunde. Ich weiß gar nicht, kommen die runter, wenn wir irgendwie weiterlaufen oder so? Ich kill zur Sicherheit mal. Also irgendwie. Ich dachte, die kommen jetzt alle auf einmal. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt im ersten Durchgang schon hier waren. Ich glaube, beim Originalen waren sie nicht hier. Zumindest im. Beim Originalen, im normalen Durchgang. Hallo? Jetzt kommen sie alle. Sehr gut. Das sollst du vielleicht erstmal. Hallo.
geht super einfach mit dem Speer. Oh. Ah, wir sind verlangsamt worden von denen. Okay. Ich glaube, ich werde auch gleich mal bei der Versammlung den Speer ausprobieren. Das geht nämlich auch ziemlich gut bei denen. Ja, was das hier für eine Falle ist, was die wirklich macht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nie getestet und ich will es eigentlich auch nie testen. So. Warte mal, war hier oben noch irgendwo was? Nee, ne? Nee. Hier ist aber noch was. Ein Menschenbild und die versteckte Wand hier gibt es auch noch. Da dürfte ja, glaube ich, auch ein paar Spinnen drin sein. Ja, und ein Phantom. Ich glaube, bei dem Phantom... Ach. Der hält ja gar nichts aus. Na gut. So, Priesterinnen-Set. Gab es damals, glaube ich, auch schon. Ich trinke ja nochmal einen Schluck, bevor ich bei der Versammlung reingehe. Kommt doch besser. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt läuft mit dem hier. Ja, gut. Das war ziemlich blöd. Er sollte am Anfang erstmal hier hinterrennen. Damit man nicht sofort getroffen wird. So. So kommt mir gerade die ganzen Wecker. Es ist nicht gut. Nein, 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 nein. Oh. Kann die backstabben? Ja, okay, jetzt heilen sie sich. Gut, einer wieder weg. Nix gibt's. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich wirklich den Degen gewöhnt bin. Den Degen kriege ich dann doch ein bisschen besser hin noch. So, etwas. Okay. Das Ausdauer holen. Der ist jetzt kein Problem mehr. Da hinten an. Ja, das Beste an dem Speer ist eigentlich wirklich, dass der ja auch kein Problem damit hat, mal gegen eine Wand zu knallen, weil er halt einfach gar keine Ausdauer hat. So. Ah, hier nicht. Ja. Ich hatte noch irgendwie im Kopf, dass hier irgendwo was war. Dämmerungskraut. Da hat es mir gedämmert und deswegen habe ich es Dämmerungskraut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Aber ich glaube, solange ich noch selber merke, dass es ein Scheißwitz war, geht's. Hoffe ich zumindest. So, kriege ich dich? Nee. Aber so kriege ich dich. Ach nee, ich habe mir schon nicht mehr ausgerüstet. Ich wollte gerade sagen, mit Sand hier Speer kriege ich dich ohne Probleme, aber... Naja, dafür müsste man ausgerüstet haben. Nasketenleuchtfeuer und schwindende Seele. Sammeln. So. Entschuldigung, sprechen. Nö. Haben wir weiße Priesterin-Set haben wir noch nicht. Das holen wir uns mal. Einfach damit was haben. Die Ringe, Gift, Blut und Fluchbissring müssen wir alle haben in der besseren Variante. Jo, auch Lebensreste, okay. Ich weiß nicht, kriegen wir auch bloß was? Nee. Nach dem dritten oder fünften Mal habe ich auch mal gemerkt, dass er die ganze Zeit dasselbe sagt. Ja. Okay. Ja, von hier brauche ich jetzt eh noch nichts machen.
denn ich will erstmal das Leuchtfeuer holen. Mich heransetzen, ich überlege gerade. Wir hatten noch Creighton. Wen hatten wir das letzte Mal gemacht? Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht nachgesehen. Haben wir Creightons Sachen bekommen? Ich muss gerade mal nachsehen. Das ist Pate und Creighton. Creightons Kettenhemd haben wir bekommen. Also haben wir wahrscheinlich Creighton geholfen. Pate getötet. Das heißt, wir müssten diesmal... müssten wir Creighton töten. Frage ist aber, ob das jetzt wirklich so richtig ist. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier den ganzen Weg ab. Und würde dann einfach mal nachschauen, wem wir geholfen hatten. So, ne, ihn konnte ich so ja nicht... Ich kann nicht aber. So, für ihn brauche ich einen Bogen. Und ich hätte eigentlich Santi Speer drin lassen können. Können wir jetzt gleich wieder nämlich wieder gut gebrauchen. Oh, da ist er. Diesmal finde ich ihn aber auch schneller. Oh. Da haben wir ihn. Hier drin nämlich. Ja, also erstmal die Haltbarkeit ist super bei dem Speer und halt, dass man auch hinter sich haut und was für ein Range man hat. Und eigentlich was für ein Radius. Ja, ihn kriege ich von hier wahrscheinlich nicht. Ich nehme aber zur Sicherheit doch mal die Keule rein. Dass wenn wir darüber kommen, dass wir es vielleicht schaffen, es umzuklatschen. Ja, hier interessiert er sich noch nicht für uns. Nehmen wir erstmal ihn weg. Nee, ich muss ja jetzt hier runter, damit ich da hinkomme. Naja, komm, wir probieren es mal. Nein! Ich habe nicht zwei nicht genommen. Jetzt aber. Ja, da sind sie am Kämpfen. Ich gehe mal schnell hier weg. Ich hoffe, dass das jetzt nichts macht, wenn ich jetzt schon mal gesehen habe, dass sie da kämpfen. Ich hoffe es wirklich. Sankt ihr Speer. Wo bin ich hier? Da. So, einmal rasten. Damit alles ein bisschen zu... Oh, eigentlich hätten wir es gar nicht gemusst. Haben wir es uns jetzt... ja, haben wir es uns selber schwieriger gemacht. Denn so ist natürlich alles wieder respawned. Achso, das Licht ist zum Leuchtfeuer, klar. Gerade überlegt, warum ist da Licht? So. Ja, hast du dir so gedacht, ne? So, dich einmal wegholen. Dich einmal. Ich weiß gar nicht. Geht das? Ja, scheinbar geht's. Gut, er hat was gedroppt. Dunkle Pastillen, da unten steht noch einer. Den hätte ich fast vergessen. So. Und eigentlich hätten wir in der im letzten Run das da drüben, also das letzte Mal hier war da drüben, das holen können. Ach nee, das geht ja nicht. Ich muss ja so runter. So. Naja, bis wir es nochmal machen.
dass wir eben darüber gehen. Wir müssen auch da drüben rein. Und da drüben runter auch noch, stimmt. Da kamen noch irgendwelche Phantome. Oder? Da hängen auf jeden Fall rote Spinnen. Ich habe mich selber erschrocken von dem Pfeil, den ich selber in die Wand gejagt habe. Dann kommst du ran. Nichts gibt's. Ach, du bist auch noch da. So, krieg ich dich von hier oben jetzt irgendwie? Krieg ich hier welche? Oh, bevor ich da runtergehe, ne? Das ist nämlich dann nervig da unten. War ja, glaube ich, das letzte Mal gesehen, wie stressig das auch sein kann. Und tschüss. So, eine Blitzurne. Können wir gebrauchen. Ich lasse doch erstmal noch einen sandigen Speer drin. Ich weiß nicht, ob wir alle Spinnen da unten erwischt haben. Und die Spinnen mache ich am liebsten mit dem Speer. Ne, wir haben noch nicht alle erwischt. Aber eine war nur noch am Boden, die wir brauchen im Weg machen können. Das geht auch ohne Probleme. So, das Leuchtfeuer entzünde ich mal nur. Setze mich jetzt nicht dran. Keine Lust, dass hier alles respawnt. Du einmal, du einmal. Hier, hier hinten gleich. Genau ihr. Ich sag gerade noch, ich mach die am liebsten mit Sandhier Speer und mach die jetzt ohne. Ja. Super, ne? Kann man hier eigentlich irgendwie. Ja, ich glaube, das wird nichts, dass man da drauf springt. Muss man wirklich von oben machen. Nacht. Falsch. Bogenschütze Guthrie. Wo bist du denn da? So. Ja, ich glaube, der ist sogar das letzte Mal auch da gewesen. Ist dann einfach da in die Grube rein. Aber diesmal haben wir einen König Schwertkämpfer Gamaschen. Ja. Aus Weizverkünder, Menschenbild von der Invasion noch und Flammschmetterling. So, dann rede ich mal mit Oniflex. Ja, ja. Kennen wir. Gegenstand kaufen haben wir da eigentlich alles. Wir haben das Murakumo noch nicht, dann hole ich mir das. Mischbogen haben wir auch noch nicht. Ja, warum nicht? Und Feuerpfeile und Feuerbolzen. Ich glaube da... 79.000. Ich glaube, da nehme ich mir mal welche mit. Wobei, finden wir wahrscheinlich eh nicht, weil wir davon keine haben. Aber 500 sollten reichen. 40.000 Seelen. Das sollte ja locker reichen. Gut. Ach Quatsch. Handeln. So, da muss ich mal gerade schauen. Den Drachentöterspeer. Den Drachentöterspeer. Ja, den müsste sie ja haben. Drachentöterspeer, genau, den sollten wir mal nehmen. Oh, der braucht aber, ich sehe gerade, der braucht 14 Wille. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, mit dem Ring kriegen wir ein bisschen Wille. Ein bisschen Willensring. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Jetzt kommen die da aus rum, oder was? Natürlich. Natürlich. Ja, müssen wir mal gucken. Wie wir das machen. Mit dem Speer. Ah ja, hier war ja sein Speer nicht so toll. Wegen der Truhe einfach. Das erklappen wir uns nachher noch.
wir machen was. Ich schaue gleich mal nach. Krummachs und Seelenstrudel. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer. Gehe eben oben nochmal kurz den kleinen Weg da. Und dann gehe ich zurück und schaue mir das mal an, wie wir es am besten machen. Ich schaue noch ein zweites Leuchtfeuer. Dann schaue ich da mal. Haben wir früher diese Folge wirklich nicht gemacht. War aber auch abzusehen. Der Weg ist relativ weit, finde ich. So, hier werde ich es mir jetzt gleich ein bisschen einfacher machen. Erstmal hole ich die weg. Wenn ich denn dann mal treffen würde, ne? Jetzt. So. Und dann... Ja, gehen wir ruhig mal hier runter. Die sind wieder neu am Kämpfen, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, einmal die große Titanitscherbe. Ach, hier unten steht ja er noch. Wer uns gerade getroffen hat, weiß ich gar nicht genau. Ist mir aber egal, ich habe, was ich wollte. Gehe wieder zurück und hol dann nochmal das, was in diesem einen kleinen Miniraum da liegt. Ja, Drachentöter-Speer. Müssen wir echt schauen, wie wir es machen. Das weiß ich gerade gar nicht. Wobei, warte mal, ich glaube, wir müssen ja noch... das war klar. Hier drauf, genau. Dann brauchen wir Blitzer Titanit. Ja, danke. So. Da klappt es doch. Rüstung des Aus. Ja, die haben wir auch. So, nochmal dran setzen. Und dann... gehen wir diesmal nicht wieder da runter, sondern gehen diesmal hier runter. Und springen einmal hier rein. Noch ein großes Titanitscherbe. Okay. Gut, dann hätten wir es soweit. Ich weiß, ich glaube, das hier ist auch das Gebiet, wo man am meisten neu anfangen muss. Also von vorne. Um wirklich alles zu bekommen. Also es ist echt schon... Ach, warum gehe ich nach Majula, oder? Doch, Majula müsste ja stehen, klar. Also nicht direkt in Majula, sondern, naja, auf dem Weg zu Heides Flammenturm. Aber mir fällt gerade noch ein, wir könnten nochmal mit ihm hier oben sprechen. Wir müssten von ihm wieder ein Seelengefäß kriegen. Ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht mit ihm geredet, kann es sein? You went put. I see. If you, I will. Weit will ich gerade nicht. Ja, da haben wir's. Sehr gut. Wie sieht's denn aus? 167 Tote haben wir mittlerweile. Das geht. Wenn ich überlege, wir hatten glaube ich 128 nach dem ersten Run. 167. Das heißt, wir sind 39 Mal gestorben bisher im Julian Plus. Das geht. Das geht echt. Dafür, dass ich, ja, so es in New Game Plus noch nicht groß gemacht hatte. Oder noch nie groß durchgezockt habe. Und, in Score of the First Sin sowieso noch nicht. Dafür geht's. Hat sie eigentlich noch irgendwas, was wir nicht haben? Erhöht Willen, genau. Den wollte ich mal haben eben. Ansonsten hat es nichts groß. Jetzt muss ich ja mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel der erhöht. Wahrscheinlich nicht so viel. Die wir brauchen. Jetzt hätte ich mir diese. Ja. Hätte ich mir merken sollen, wie er aussieht. Ich glaube aber, das ist er, ne? Genau. Erhöhten Willen. Was haben wir denn jetzt da? 15 Wille. Bin ich vor 5? Ne, wir haben vor 10. Ah, okay. Dann ist das doch nicht das Problem, den Speer zu nehmen. Wie viel wiegt der denn? Müssen wir erstmal finden. Hier ist auch bestimmt irgendwo bei. Drachentöter-Speer, genau. Die können wir auch so nebenbei reinnehmen. Schau es mir erstmal an. Ich weiß gar nicht, war da irgendwas?
Nee, steht jetzt nichts bei, nichts Spezielles scheinbar. Okay. Ja. Einhändig? Macht das auch. Ah, selbst. Moveset, ja. Wie sieht's aus nach dem Rollen? Da macht er einen horizontalen Schlag. Das war klar. Nach dem Rennen macht er, glaube ich, noch was anderes, ne? Ja, nee, nicht wirklich. Oder nach dem Rennen. Oh. Nach dem Rennen schwerer Angriff? Nee. Nach dem Rollen schwerer Angriff? Macht er auch dasselbe, okay. Na gut, schauen wir nochmal kurz nach, ob wir ihn vielleicht noch verbessern können. Verstärken. Drachentöter-Speer. Da ist er. Braucht fossile Drachenknochen. Gut. Sollte auch fast hinkommen. Ich wollte gerade sagen, sollte auch hinkommen, aber nur fast. Verkaufst du schon welche? Nee. Das große Scherben. So, was macht er jetzt an Schaden? 425, also ein bisschen weniger als ein Degen. Das heißt, an sich ist er schon mal nicht so toll. Kann sich das eigentlich, wenn ich sie jetzt zweihändig nehme? Nee. Aber ja, kann man wahrscheinlich auch mit, ja, mit Schild angreifen. Oder? Ja, bei Schild oben. Aber wir testen es dann einfach mal aus, würde ich sagen. Und ihr schreibt mal bitte eben in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst, ob wir Benhard schon irgendwo hätten mitnehmen müssen. Wenn nicht, nehme ich ihn bei Freya mit. Wenn doch, nehme ich ihn vielleicht trotzdem mit. Mal schauen. Aber wenn wir noch nirgendwo mit hätten mitnehmen müssen, dann nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Ich glaube nämlich, hätten wir nicht. Denn vor, wenn man den normalen Weg geht, wie es ursprünglich war, dann hätte man ja vor erst groß die Skorpionen als Nashka besiegt. Und vielleicht die königliche Rattenvorhut, die haben wir aber auch noch nicht gemacht. Und dann kommt ja schon Freya. Also ich glaube noch nicht. Also könnte man mitnehmen. Aber gut. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin in New Game Plus.